Good evening, this is Woman X, we don't want to die in hospital. Bonsoir monsieur, dame, c'est les fameux œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Abend, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Patientenverfügung. Dazu lese ich aus dem Heft Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW. Ich habe auch noch das Vorsorgehandbuch. Das ist dieses Heft hier. Ich muss mal dringend den Tisch hier aufräumen. Oder den kann man auch noch rausziehen. So, hier, bitte sehr. Und es geht um formelle Anforderungen. So, ich habe hier auch einen Bleistift. So, ich bin auf der Seite 38 und formelle Anforderungen geht bis Seite 40. Da gibt es noch einen Tipp, der ist so ein ganz klein bisschen auf Seite 41. Das wird eine relativ kurze Folge. Die wichtigste Voraussetzung geregelt in Parlamentsbeschluss 1901a BGB ist die Schriftlichkeit. Eine Patienten, ich unterstreiche mir das mal gerade. Wichtigste Voraussetzung, Schriftlichkeit der Paragraph. Eine Patientenverfügung kann jeder Volljährige aufsetzen, der sich der Tragweite seiner Entscheidung bewusst ist. Das bedeutet, dass auch nicht geschäftsfähige Personen eine Patientenverfügung verfassen können. Viele ältere Menschen haben häufig infolge einer Demenz eine Betreuung, siehe dazu auch im Kapitel Betreuungsverfügung Seite 74 und folgende eingerichtet bekommen. Also, Patientenverfügungen können auch nicht geschäftsfähige Personen verfassen. Viele ältere Menschen haben häufig infolge einer Demenz eine Betreuung eingerichtet bekommen. Obwohl der Betreute nun etwa in geschäftlichen Dingen nicht mehr alleine entscheiden darf, kann er dennoch eine Patientenverfügung verfassen. Nur wenn eine Betreuung in Gesundheitsfragen eingerichtet wurde, kann er keine wirksame Patientenverfügung aufsetzen. Wie bereits erwähnt, muss die Patientenverfügung schriftlich erstellt werden. Dabei ist unerheblich, ob die Verfügung handschriftlich mit der Schreibmaschine oder am PC verfasst wurde. So, das markiere ich mir auch mal. Das ist gut zu wissen. Dabei ist es unerheblich, ob die Verfügung handschriftlich mit der Schreibmaschine oder am PC verfasst wurde. Es kommt auch nicht darauf an, besonders schön zu formulieren. Wichtig ist nur, dass die Verfügung lesbar ist und Dritte verstehen können, was sie damit aussagen wollen. Die Verfügung müssen Sie mit Ihrer üblichen Unterschrift unterschreiben und sollten dies durch Ort und Datum ergänzen. Sie können sich von einer Person Ihres Vertrauens, zum Beispiel Freunden oder der Hausärztin, bestätigen lassen, dass Sie zum Zeitpunkt der Unterschrift im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte waren. Bescheinigen lassen sollten Sie sich auch, wenn Sie vor dem Abfassen der Patientenverfügung, zum Beispiel durch Berater aus den Bereichen Medizin, Rechtspflege, Psychologie, Pflege, Hospiz oder Seelsorge haben beraten lassen. Eine Beratung durch einen Arzt ist nicht erforderlich. Wohl aber in manchen Fällen ratsam, insbesondere bei Menschen, die bereits erkrankt sind und mit ihrem behandelnden Arzt den Verlauf der Krankheit und eventuell eintretende konkrete Entscheidungssituationen beschreiben können. Insbesondere bei Menschen, die bereits erkrankt sind und mit ihrem behandelnden Arzt den Verlauf der Krankheit
und eventuell eintretende konkrete Entscheidungssituationen beschreiben können. Okay, es geht dabei darum, dass man die beschreiben soll, die Entscheidungssituation. Der Arzt kann dann auch die Einwilligungsfähigkeit bestätigen. Eine notarielle Beurkundung ist nicht notwendig, allerdings kann sie hilfreich sein, da der Notar dies nur ablehnen kann, wenn er an ihrer Geschäftsfähigkeit zweifelt. Okay. Tipp: Wenn eine Patientenverfügung nicht verjährt, sollten Sie Ihre Verfügung regelmäßig, vor allem vor größeren medizinischen Eingriffen, auf ihre Gültigkeit überprüfen und gegebenenfalls für die anstehende Behandlung konkretisieren. So. In vielen Veröffentlichungen finden Sie die Festlegung, dass die Patientenverfügung alle 2 Jahre aktualisiert werden soll. Dies ist jedoch nicht notwendig. Auch eine Patientenverfügung, die älter als 2 Jahre ist, muss anerkannt werden, solange keine Indizien dafür sprechen, dass sie widerrufen wurde. Allerdings entwickelt sich die Medizin weiter fort. Insofern sollten Sie auf jeden Fall nach einiger Zeit mit Ihrem Arzt beraten, ob sich eventuell neue Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Je aktueller die Verfügung ist, desto eher wird der Arzt oder eventuell ein Betreuer glauben, dass sie auch in jeder Situation hinter den Festlegungen in der Patientenverfügung stehen. Das heißt, die ermitteln dann den mutmaßlichen Willen. Und die sollten auf jeden Fall glauben, dass sie da, ich sage besser nichts, kann. Soll alles so bleiben, wie Sie es bereits festgelegt haben, bestätigen Sie einfach mit Ihrer Unterschrift und Datum, dass die Verfügung weiterhin gültig sein soll. Sie können Ihre Patientenverfügung jederzeit widerrufen. Zum einen können Sie Ihre Ausführung ändern, indem Sie die gewünschte Änderung in den ursprünglichen Text einfügen und dies mit Ihrer Unterschrift samt Datum bestätigen. Oder Sie können Ihre Verfügung neu schreiben. Doch selbst wenn eine schriftliche Patientenverfügung vorliegt, können Sie in einer konkreten Situation dem Arzt auf beliebige Weise, zum Beispiel Kopfschütteln, mitteilen, ob Sie, solange Sie noch einwilligungsfähig sind, einer Behandlung zustimmen oder nicht. Musterdrucke. Einige Verbände, Selbsthilfegruppen und Vereine bieten Mustervordrucke für Patientenverfügungen an, teils umsonst, teils gegen Entgelt. Aus juristischer Sicht wird dies eher kritisch bewertet, da standardisierte Formulare und Musterverfügungen kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche und die individuelle Situation genau zu beschreiben. Auch den Rat, das Formular per Hand abzuschreiben, ändert wenig an der Tatsache, dass Ärzte oder Gerichte solche allgemeinen Formulierungen eher anzweifeln können als selbstverfasste Überlegungen. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten schriftlich formulieren. Die gesetzliche Regelung verlangt Festlegung auf aktuelle Lebens- und Behandlungssituationen als Zeichen einer ernsthaften Auseinandersetzung. Das ist mit Formularen kaum erzielbar. So, das war's. Nächstes Kapitel ist Inhalt der Verfügung. Bis später. Ja.